Letzte Chance. So, Wolfgang, jetzt streng dich an. 1, 2, 3 und slow, slow. Carry, quick, rückschließen, point. Wolfgang Huben kann sich noch so sehr anstrengen. Beim Tango oder Walzer findet er einfach keine Frau. Dabei ist er ein fabelhafter Tänzer und die Tanzschule in Heinsberg der beste Ort, wo einsame Herzen zueinander finden. Tanzlehrer Dietmar Bührmann hat Herrn Huben schon so manche Partnerin vorgestellt. Das, obwohl ihr noch nie miteinander getanzt habt, ne? Er ist jetzt nicht jemand, der direkt die Frauen, ich sag jetzt mal, auffordert oder sich traut, jede Frau anzusprechen. Das stimmt schon. Aber andererseits muss ich sagen, wundere ich mich immer wieder darüber, dass das nicht funktioniert, dass das nicht klappt mit ihm. Was sehr schade ist. Also, er ist ja nicht schwer vermittelbar. Ich merke nur, das merke ich auch an mir selber, wenn man alleine ist, dann hat man Ansprüche auf die nächste Partnerschaft. Ja. Das scheint also, umso länger man alleine ist, umso höher scheinen die Ansprüche zu steigen. Ne? Hallo. Ja. 3 Jahre zuvor hatten wir Wolfgang Huben kennengelernt. Er lebte alleine in seinem Reihenhaus in Heinsberg, seine Frau und die 4 Kinder ausgezogen. Wie ist das, 8 Jahre alleine zu sein? Wie soll ich sagen? Schwierig auf jeden Fall, wenn ich Stress im Beruf habe. Dann brauche ich jemanden, der mir mal zuhört, zum Beispiel. Ja, oder Freizeitgestaltung. Wer geht schon gerne allein ins Kino? Das sind also die Momente, die sich schwierig gestalten. Und natürlich schütte ich mir die Zeit mit Arbeit zu. Sie müssen mal ein bisschen mehr an sich denken, glaube ich. Kann das sein? Ja, vielleicht. Vielleicht finde ich eine Person, die mit mir an mich denkt. Ja, das ist immer, die Hoffnung ist immer da, aber schauen wir mal. Von früh bis spät ist Wolfgang Huben damit beschäftigt, sich abzulenken. Wenn er den Dienst als Bankkundenberater beendet hat, jobbt er bis spät in die Nacht als Kellner weiter. So hat der 45-Jährige gar keine Zeit, eine Frau kennenzulernen. Doch dann werden wir Zeuge eines kleinen Wunders, das sich im Badezimmer von Herrn Huben anbahnt. Er lässt die Arbeit ruhen und ist stattdessen mit einer neuen Tanzpartnerin zum Essen verabredet. Wie lange ist das denn her, dass Sie sich mit einer Frau getroffen haben, Herr Huben? Öffentlich? Boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Alleine mit einer Frau getroffen? Ich weiß nicht, ich glaube 5, 6 Jahre. Ich kann das also nicht genau andeuten. 5, 6 Jahre wird es wohl her sein. Haben Sie sich irgendwas vorgenommen für heute Abend? Ja, eigentlich. Dass ich, was habe ich mir vorgenommen? Dass ich das Ganze nicht so ernst nehmen sollte, denke ich mir mal. Dass es, ein schönes Essen werden sollte. Ja, und dass ich versuche, Spaß zu haben. Das habe ich mir vorgenommen. Und warum nicht ernst nehmen? Warum nicht ernst nehmen? Weil dann wieder Sehnsüchte oder ich weiß nicht, zu viele, zu viele Enttäuschungen kommen könnten. Man hat als Single doch die meiste Angst vor Enttäuschung. Hallo. Guten Abend. Bitte schön. Das geht schon, danke. Geht schon? Ja. Schön. Danke. Hast du sonst keine Hobbys? Fische? Ja, Fußball. Fußball, Tanzen. Tanzen. Das ist ja schon einiges. Das ist schon einiges. Die Woche und das Wochenende schon ausgefüllt. Mehr als das. Ja, das ist mehr als das. Wir haben
sehr nett miteinander gesprochen. Ich will jetzt nicht sagen näher gekommen. Das jetzt eher weniger. Ich glaube, das ist auch nicht so. Nee, da fehlt es dann doch. Also ich glaube, dass da irgendwas mehr draus werden könnte, glaube ich nicht. Außer, dass wir miteinander tanzen. Dankeschön für den schönen Abend. Wir sehen uns. Wir sehen uns Montag. Wir sehen uns spätestens Montag, okay. Genau. Komm gut nach Hause. Du auch. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Die Frau, das unbekannte Wesen, ist mir etwas näher gekommen vielleicht. Ja, was haben Sie gelernt über die Frauen? Dass sie nicht so unbedingt abweisend sind und dass man doch vielleicht doch etwas mutiger drauf zugehen könnte. Auch wenn ich jetzt glaube, die Frau Wolters Ihnen angedeutet hat, dass das nichts wird. So, ja, ne? War auch ziemlich klar geworden, auch in dem Gespräch, dass nichts wird. War mir so schon fast klar gewesen, ja. Obwohl die Harmonie beim Tanzen noch schon da gewesen ist, sage ich mal so. Aber es gibt auch einen anderen Bereich, wo es nicht passt. Muss man so akzeptieren. Im Winter fasst Wolfgang Huben einen Entschluss. Er will sich helfen lassen bei seiner Suche nach der Liebe. In der Zwischenzeit war er auf Single-Partys und hat wieder niemanden angesprochen. Vom Coaching mit der Single-Trainerin Lisa Fischbach erhofft er sich jetzt den Durchbruch. Grüße Sie, Herr Huben. Guten Tag, Frau Fischbach. Hallo, Lisa Fischbach. Kommen Sie rein. Ja, danke. Wie stelle ich mir denn Herrn Huben vor auf so einer Single-Party? Machen Sie mir das mal vor. Stellen Sie vor, jetzt so weiß ich, hier ist die Tanzfläche. Ja. So und so. Hände in der Hosentasche. Meistens sind nur etwas versteckt oder dann eben nach hinten. Jetzt gucken Sie und denken so, die sieht ja ganz nett aus. Genau. Und was machen Sie dann? Ja, nichts. Tanzen Sie auch auf so einer Tanzfläche. Dieses so, Sie bewegen sich gut, das haben Sie gesagt, und Ihr Körper kommt in Schwung. Dann werden Sie auch gut gelaunt vielleicht. Und wenn Sie dann auf jemanden zugehen, haben Sie schon eine ganz andere Körperausstrahlung. Und das macht schon, haben Sie die halbe Miete schon drin im ersten Eindruck. Bewusst auch mal den Körper einzusetzen, Gestik und Mimik einfach mal zu unterstreichen, sich mal durch das Haar zu gehen, irgendetwas, ein bisschen Lässigkeit damit auszudrücken, die Beine zu wechseln. Machen Sie mal. Ja, genau. Sehen Sie, wo der checkt? Gerade, Sie lächeln, Sie stützen sich auf. Es kam ein ganz anderes Gefühl rüber. Sehr sympathisch jetzt gerade, finde ich, dass wir Sie das machen. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Und nun muss Herr Huben üben. Einfach mal so beim Friseur eine fremde Frau ansprechen. Verena heißt die Testperson. Coach Lisa Fischbach überwacht die Annäherungsversuche. Sie interessieren Sie für chinesische Kunst? Ach, ich verstehe nicht viel davon, aber finde ich schon ganz interessant. Ist da irgendwas hier mit Japan, japanische Kunst? Japanische Kunst, ja. Haben Sie denn sonst noch Interessen? Ich lese ganz gerne. Sie lesen gerne? Oh, das trifft sich gut. Sie, was machen Sie so normalerweise? Außer lesen? Wenn ich nicht fremde Frauen anspreche. Ach, das ist ein Hobby von Ihnen? Nein, okay. Eben gar nicht. Ach so. Eben gar nicht, nein. So. Wie war es denn für euch? Ja, eigentlich so eine nette Unbeholfenheit. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Finde ich besser als so ein Hau drauf, der direkt hier einen flotten Spruch nach dem anderen raushaut. Und was er jetzt, glaube ich, empfindet als steif, würde ich eben eher als sympathisch irgendwie deuten. Aber es ist eher was ankommt. Ja. Dass er bei einer Frau ankommt, ist für Wolfgang Huben ein neues Erlebnis. Die Single-Trainerin rät ihm, ab jetzt im Alltag öfter kleine Gespräche zu wagen und mindestens 2 Komplimente am Tag zu verteilen, egal wo. Also ein Kompliment ist ein Eisbrecher und ein echter Türöffner, ja. Zurück in Heinsberg. Die Tanzschule ist umgezogen. Die Debührmann eröffnet sie heute Abend mit einem großen Ball.
Im Foyer tanzt sich der Nachwuchs warm. Heute den schönsten Mann des Abends, ja. Das ist Billy. Ja, hallo Wolfgang, herzlich willkommen. Ja, alles Gute zum neuen Tanzschuh. Ich hoffe, dass Herr Ruben verteilt Komplimente, das ist neu. Er ist in Damenbegleitung angetreten, was uns neugierig macht. Allerdings erfahren wir, dass sie bereits verheiratet und nur eine Tanzpartnerin ist. So weit war er vor dem Coaching auch schon einmal, denken wir uns. Wo bleibt denn da der Lerneffekt? Hat das was gebracht? Ja, doch, sehe ich wohl schon. Ja. Also mit einem Kompliment zu beginnen schon mal und dann ranzutasten, ist doch wesentlich erfolgversprechender wie meine Methode, abzuwarten und nichts zu tun. Ja, haben Sie das gemerkt, dass sich der Herr Ruben verändert hat ein bisschen? In letzter Zeit lächelt er mehr. Das ist mir auch schon aufgefallen. Eben zur Begrüßung habe ich den Herrn Didi ja schon mal ein Kompliment gemacht. Das war ja schon eine kleine Übung oder sowas. Also das versucht man doch schon einzuspielen. Und dann wird das neue Parkett natürlich eingetanzt. Herr Ruben lässt es krachen mit seiner verheirateten Tanzpartnerin und wirkt wie immer entfesselt beim Tanzen. So gelöst allerdings hatten wir ihn bislang noch nie erlebt. Ja, und wie soll das mit Ihnen weitergehen, mit Ihnen und der Liebe? Ich sehe da gar nicht mehr so schwarz, wie eben auch schon gesagt. Ich sehe da schon recht positiv. Also ich denke mir, es kann sich nur noch um Monate handeln, also nicht um Jahre. Tanzen und reden auf einmal ist schlecht. Bitte? Tanzen und reden auf einmal ist das schlecht. Das kriege ich nicht hin. Und dann endlich, nach 11,5 Jahren Single-Dasein, an einem sonnigen Tag im Phantasialand. Hier sind wir mit Herrn Ruben verabredet. Er hatte angerufen, es gäbe eine Überraschung. Wir trauen unseren Augen kaum. Ja, da küsst Herr Ruben. Ganz ehrlich, wir hätten nicht gedacht, dass das während unserer Dreharbeiten noch passieren würde. Wir freuen uns und wollen natürlich mehr wissen vom jungen Glück. Herr Ruben, ich glaube, es hat eine Wende in Ihrem Leben gegeben, kann man das so sagen? Ja, aber sicher kann man das sagen. Eine Riesenwende, Gott sei Dank. Erzählen Sie mal, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Sie ist eine langjährige Kundin, sie kenne ich quasi schon 7, 8 Jahre. Und bin dann etwas aus mir rausgetreten und habe sie etwas gefragt, ob sie das mal möchte oder nicht möchte. Ob ich ihr mal zum Beispiel bei der Steuer helfen kann, und sie hat dann komischerweise sogar zugesagt. Ja, und an den Abend haben wir uns dann mehr und mehr unterhalten und dann kam dann ein Stein ins Rollen, oder für mich mal ein kleines Steinchen ins Rollen, was nachher eine Lawine wurde. Was hat Sie begeistert? Oder was begeistert Sie an dem Herrn Ruben? Oh, da gibt es einiges. Da gibt es einiges. Er ist sehr ehrlich, er ist ein unheimlicher Gefühlsmensch, er kann gut auf einen eingehen. Also die Sachen, die ich ihm damals gar nicht zugesprochen hätte, als ich ihn auf dieser beruflichen Ebene kennengelernt habe. Also genau das, was ich echt nie für möglich gehalten hätte, steckt hinter ihm. Mann, ich will jetzt nicht zu viel sagen, sonst wird er mir nachher noch weggeschnappt. Ein paar Wochen nach diesen Aufnahmen ist Petra bei Wolfgang Ruben eingezogen. Danach sind sie in einen Urlaub gestartet. Und jeder Tag mit ihr, sagt Herr Ruben, sei ein Geschenk. Wir finden, er hat es wirklich verdient. Also, obwohl ihr noch nie miteinander getanzt habt, ne? Er ist jetzt nicht jemand, der direkt die Frauen, ich sag jetzt mal, auffordert oder sich traut, jede Frau anzusprechen. Das stimmt schon. Aber andererseits muss ich sagen, wundere ich mich immer wieder darüber, dass das nicht funktioniert, dass das nicht klappt mit ihm. Was sehr schade ist. Also, er ist ja nicht schwer vermittelbar. Ich merke nur, das merke ich auch an mir selber, wenn man alleine ist, dann hat man Ansprüche auf die nächste Partnerschaft. Ja. Und das scheint, also umso länger man alleine ist, umso höher scheinen die Ansprüche zu steigen. Ne? Hallo. Hallo. Ja. 3 Jahre zuvor hatten wir Wolfgang Ruben kennengelernt. Er lebte alleine in seinem Reihenhaus in Heinsberg, seine Frau und die 4 Kinder ausgezogen. Wie ist das, 8 Jahre alleine zu sein? Schwierig auf jeden Fall.
Wenn ich Stress im Beruf habe, dann brauche ich jemanden, der mir mal zuhört, zum Beispiel. Ja, oder Freizeitgestaltung. Wer geht schon gerne allein ins Kino? Das sind also die Momente, die sich schwierig gestalten. Und natürlich schütte ich mir die Zeit mit Arbeit zu. Sie müssen mal ein bisschen mehr an sich denken, glaube ich. Kann das sein? Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich eine Person, die mit mir an mich denkt. Ja, das ist immer, die Hoffnung ist immer da, aber schauen wir mal. Von früh bis spät ist Wolfgang Huben damit beschäftigt, sich abzulenken. Wenn er den Dienst als Bankkundenberater beendet hat, jobbt er bis spät in die Nacht als Kellner weiter. So hat der 45-Jährige gar keine Zeit, eine Frau kennenzulernen. Doch dann werden wir Zeuge eines kleinen Wunders, das sich im Badezimmer von Herrn Huben anbahnt. Er lässt die Arbeit ruhen und ist stattdessen mit einer neuen Tanzpartnerin zum Essen verabredet. Wie lange ist das denn her, dass Sie sich mit einer Frau getroffen haben, Herr Huben? Öffentlich? Boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Alleine mit einer Frau getroffen? Ich weiß nicht, ich glaube 5, 6 Jahre. Ich kann das also nicht genau andeuten. 5, 6 Jahre wird es wohl her sein. Haben Sie sich irgendwas vorgenommen für heute Abend? Ja, eigentlich. Dass ich, was habe ich mir vorgenommen? Dass ich das Ganze nicht so ernst nehmen sollte, denke ich mir mal. Wolfgang Huben kennengelernt. Er lebte alleine in seinem Reihenhaus in Heinsberg, seine Frau und die 4 Kinder ausgezogen. Wie ist das, 8 Jahre alleine zu sein? Wie soll ich sagen? Schwierig auf jeden Fall. Wenn ich Stress im Beruf habe, dann brauche ich jemanden, der mir mal zuhört, zum Beispiel. Oder Freizeitgestaltung. Wer geht schon gerne allein ins Kino? Das sind also die Momente, die sich schwierig gestalten. Und natürlich schütte ich mir die Zeit mit Arbeit zu. Sie müssen mal ein bisschen mehr an sich denken, glaube ich. Kann das sein? Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich eine Person, die mit mir an mich denkt. Ja, das ist immer, die Hoffnung ist immer da, aber schauen wir mal. Von früh bis spät ist Wolfgang Huben damit beschäftigt, sich abzulenken. Wenn er den Dienst als Bankkundenberater beendet hat, jobbt er bis spät in die Nacht als Kellner weiter. So hat der 45-Jährige gar keine Zeit, eine Frau kennenzulernen. Doch dann werden wir Zeuge eines kleinen Wunders, das sich im Badezimmer von Herrn Huben anbahnt. Er lässt die Arbeit ruhen und ist stattdessen mit einer neuen Tanzpartnerin zum Essen verabredet. Wie lange ist das denn her, dass Sie sich mit einer Frau getroffen haben, Herr Huben? Öffentlich? Boah, weiß ich jetzt nicht mehr. Alleine mit einer Frau getroffen? Ich weiß nicht, ich glaube 5, 6 Jahre. Ich kann das also nicht genau andeuten. 5, 6 Jahre wird es wohl her sein. Haben Sie sich irgendwas vorgenommen für heute Abend? Ja, eigentlich. Dass ich, was habe ich mir vorgenommen? Dass ich das Ganze nicht so ernst nehmen sollte, denke ich mir mal. Dass es ein schönes Essen werden sollte. Ja, und dass ich versuche, Spaß zu haben. Das habe ich mir vorgenommen. Und warum nicht ernst nehmen? Warum nicht ernst nehmen? Weil dann wieder Sehnsüchte oder ich weiß nicht, zu viele. Ja, wie soll ich sagen? Zu viele Enttäuschungen kommen könnten. Man hat als Single doch die meiste Angst vor Enttäuschungen. Man hat als Single doch
die meiste Angst vor Enttäuschung. Hallo. Guten Abend. Bitte schön. Das geht schon, danke. Geht schon? Ja. Schön. Danke. Hast du sonst keine Hobbys? Fische? Ja. Fußball. Fußball. Tanzen. Tanzen. Das ist ja schon einiges. Das ist schon einiges. Ist die Woche und das Wochenende schon ausgefüllt? Mehr als das. Ja. Das ist mehr als das. Wir haben sehr nett miteinander gesprochen. Ich will jetzt nicht sagen näher gekommen. Das jetzt eher weniger. Ich glaube, das ist auch nicht so. Nee, da fehlt es dann doch. Also ich glaube, dass da irgendwas mehr draus werden könnte, glaube ich nicht. Außer, dass wir miteinander tanzen. Dankeschön, ja, schön. Wir sehen uns. Genau. Wir sehen uns Montag. Wir sehen uns spätestens Montag, genau. Komm gut nach Hause. Du auch. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Die Frau, das unbekannte Wesen, ist mir etwas näher gekommen vielleicht. Ja, was haben Sie gelernt über die Frauen? Ja, dass sie nicht so unbedingt abweisend sind und dass man doch vielleicht doch etwas mutiger drauf zugehen könnte. Auch wenn ich jetzt glaube, die Frau Wolters Ihnen angedeutet hat, dass das nichts wird. So, ja, ne? War auch ziemlich klar geworden, auch in dem Gespräch, dass nichts wird. War mir so schon fast klar gewesen, ja. Obwohl die Harmonie beim Tanzen noch schon da gewesen ist, sage ich mal so. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, wo es nicht passt. Muss man so akzeptieren, klar. Im Winter fasst Wolfgang Huben einen Entschluss. Er will sich helfen lassen bei seiner Suche nach der Liebe. In der Zwischenzeit war er auf Single-Partys und hat wieder niemanden angesprochen. Vom Coaching mit der Single-Trainerin Lisa Fischbach erhofft er sich jetzt den Durchbruch. Grüße Sie, Herr Huben. Guten Tag, Frau Fischbach. Hallo, Lisa Fischbach. Kommen Sie rein. Ja, danke. Wie stelle ich mir denn Herrn Huben vor auf so einer Single-Party? Machen Sie mir das mal vor. Stellen Sie vor, jetzt so weiß ich, hier ist die Tanzfläche. Ja. So, und so. Hände in der Hosentasche. Meistens sind nur etwas versteckt oder dann eben nach hinten. Jetzt gucken Sie und denken so, die sieht ja ganz nett aus. Genau.